Hallo, und zwar habe ich heute für euch einen kleinen Kawaii Shop Japan Haul und habe da ein paar Blöcke bestellt. Einen habe ich schon seit längerem zu liegen und ja, eben kam gerade die Post und hat mir noch einen Schwung gebracht. Eine Fuhre ist noch irgendwo unterwegs, mal gucken, ob sie noch ankommt, weil hatte ich auch schon, dass ja nicht hier angekommen ist. Ja, das ist dann halt so nur bei dem unversicherten Versand aus ja, Japan. So, unter anderem die Süßen hier. Kleine Lamas. Da haben wir einmal die Variante. Ich finde die ja total knuffig. Und einmal die. Hier sind nur so kleine Memo-Pads, aber ich finde die knuffig. Dann haben wir hier ein Bärchen. Ich finde den Rand ja auch immer so geil, ne? Das glitzert ja immer alles so. So, da haben wir die Variante. Mit der Taschenuhr und so. Finde ich total schön. Und hier nochmal in groß mit einer großen Taschenuhr. Wie gesagt, man muss es mögen, die süße Zeug, aber ich stehe ja voll drauf. Dann haben wir hier diese kleinen Monsterchen oder ich weiß nicht, was da drunter steckt mit ihren Gespenster Überwürfen. Da haben wir einmal diese Variante. Und einmal. Meint ja nicht so einfach hier. Diese Variante. Ich finde die total niedlich hier, wie er ihn versucht wegzuziehen und so. Toll, hier mit der Brille. Geil. Stehe ich total drauf. Dann hier. Häschenbärchen. Mit Schloss. Und Muschel. Und ach, total toll. Also ich finde das ja. Ich liebe diese Zeug, ja. Können wir dumm und dämlich kaufen. Dann hier in rosa. Ja, also die Blöcke an sich sind ja nicht so teuer, ich glaube mit 1,29 € und so, das ist nicht so, aber der Versand ist halt ganz schön fett, ne? Mit 5, 6 € für 4 Blöcke ist das schon eine Hausnummer. Und da geht es halt nach Gewicht, also geht nicht danach, wie viele Blöcke hast du gekauft, also da kannst du auch 100 Blöcke kaufen, du musst trotzdem Versand bezahlen, das geht echt nach Gewicht. Je nachdem, wie viel die haben, aber es steht immer alles in diesem Shop dabei, wie viel jeder Block wiegt, also man kann sich das eigentlich alleine durchrechnen. Ist auch total süß, wie der da oben drauf liegt. Hier, diese kleine Parade. Und ja, muss man halt gucken, ne? So, das war jetzt schon einer von den neuen von heute, genau. Dann gibt es immer noch so coole Goodies, also immer so, wenn noch Platz ist vom Gewicht her. Dann hier, ich zeige euch die jetzt einfach mal. Ist auch total süß mit dem Hund. Die sind immer zweimal. Dann hier. Das sind ja so Sachen, die hat man dann. So stapelchenweise hier rumzuliegen. Weil ich finde die halt so cool. Und ich packe die dann immer, wenn ihr was bei mir bestellt. Hoho, jetzt kann ich es ja sagen, wenn ihr was bei mir bestellt. Packe ich halt, jedenfalls ist die jedenfalls halt so geplant, wenn ich euch dazu schicke. Oder ich mache das dann natürlich auch so einen kleinen Zettel mit so einer kleinen persönlichen Nachricht, weil ja, bringt mir nicht um, wenn ich da 3 Zeilen schreibe und sage, ich wünsche dir viel Spaß damit oder. Toll, dass du bestellt hast, oder weiß ich nicht. Oder man sich doch schon länger kennt, weil ich weiß, dass die Person mich schon auf Facebook ganz lange verfolgt und diese ganze Drama ums Gewerbe anmelden und was alles da so dahinter steckt und was ich alles so mache, mitgemacht hat. Ne? Also, da schicke ich dann doch mal gerne so eine kleine herzerwärmende Nachricht mit. Und dafür finde ich diese Zettel halt so geil. Ich liebe diese, wie gesagt, dieses bunte Kawaii-Döns. Ich stehe da total drauf. So, dann geht's hier weiter mit. Ich finde hier diese kleinen, ich weiß nicht, was das sind, Seerobben oder so soll das sein, mit ihren kleinen Kostümen. Total süß. Hier auch wieder in. Meistens ist es wirklich immer hoch, also längs und immer quer. Okay, hier sind jetzt wir mit der gleichen Variante, aber Vorführeffekt. Denn hier diesen coolen Panda, ich finde den, wie die sie immer auffressen. Hier. Der einfach mal weggespachtelt, diese Popcorn. Huch. Dann nehme ich Griffen. Find die, ich mag die Dinger und kann mir davon irgendwie, wie gesagt, sind sie zu schade zu benutzen. Aber hier mit der Badewanne, ich stehe drauf. Und das ist alles so schön fröhlich und pastellig und bunt und sitzen hier alle mit ihrem Pinguin und der hat dann Pflaster auf dem Kopf, der oder Quallenkraken, Oktopus-Dingens. Der hält hier um die Dusche. Ey, ich finde, das ist so süß.
wer mitgekriegt hat, hat ja mitgekriegt, dass meine, ja, wie gesagt, meine Werbe angelaufen ist. Achso, hier mit Schafen. Schafe, auch total cool mit den Hörnern. Und ja, der Eröffnungsstart, ja, echt Bombe. Also, ich war ja echt geflasht von euch mit den Wichteln und so. Das war ja, die waren ja, ich meine, ich hatte nur drei, weil ich dachte, probier's erst mal, guck's mal, was geht. Und diese drei Wichtel waren, keine Ahnung, innerhalb von ein paar Minuten, bupp, waren die weg. Aber ich will euch gesagt lassen, also ich habe wieder Fimo bestellt, Hautfarben natürlich, weil Gesichter und so. Und ja, es geht wieder in die Wichtelproduktion. Mit der Kita-Eingewöhnung sind wir jetzt nämlich auch fast durch. Das heißt, Mausi schläft ab nächste Woche in der Kita. Und dann, ja, werde ich hier meine einsame Zeit nutzen und Wichtel kneten wie eine Doofe, damit ihr was habt, was ihr erwerben könnt, was ich loswerden kann und ja, meine Mutti-Zeit überbrücke, die ich hier ohne Kind bin. So, das waren jetzt die kleinen Blöcke. Und jetzt habe ich hier noch so einen großen. Und ich finde das so süß. Das sind hier 8 Designs. Sind, und ja, die gucke ich jetzt mal mit euch durch. Zum einen haben wir hier ja, großes Memo-Papier. Mit Querlinien. Wartet mal, ich suche mal. Ich blätter mal vor, dann haben wir das hier. Wie gesagt, ich stehe da total drauf. Auf diese süßen Viecher. Und dann hier mit einer riesen Sprechblase. So, total knurrig. Dann haben wir, wartet mal, wir haben hier Blätter. Ach genau, dann haben wir hier irgendwie sowas, das weiß ich noch nicht so ganz. Ich denke mal, das wird wie so ein Kärtchen oder so soll das dann sein. Ich weiß es nicht genau. Muss ich mal gucken. Aber ist süß. Kann man irgendwie falten, nehme ich an. Oder man nimmt das als E-Seite und das auf der anderen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. So, dann haben wir hier mit allen Tierchen ringsum. Hier mit seiner Rotzblase, die aus der Nase kommt. Cool. Dann wieder hier so hochkant. Dieser eine schwarz-weiße Kanickel stößt da natürlich, oder stößt da natürlich, sticht da natürlich voll vor, ja, aber cool. Dann hier nochmal mit rosa Häschen und grüner Wiese. Hier hat der seine Löffel fest. Ich, wie gesagt, ich stehe da was. So, und dann ist hier nochmal so ein ganzer Schwung mit, ja, die kann man sich so, ne, sind dann halt nur so kleiner, weiß nicht, ob man die auf Geschenke aufmacht oder halt fieser für so eine kleine persönliche Nachricht. Und die sind halt alle gleich. Total toll, finde ich die. Es steht aber auch irgendwie nicht drauf, wie viele das sind, aber ich glaube, das sind von jedem, also bestimmt 20 Blatt, würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, wollte ich euch mal zeigen, mal dran teilhaben lassen an meinem, ja, Glückskauf. Also ich stehe drauf. Einkaufen macht ihr sowieso glücklich und diese süße Viehzeug, ich lieb das. Jo, ansonsten, wie gesagt, gibt es eine Schneuheit weiter. Hitze ohne Ende, also hier, ich bin ja hier unten in meinem Keller und ich bin echt dankbar dafür, dass ich einen Keller habe, weil das ist hier unten schön temperiert, keine Ahnung, 22, 23 Grad. Ist wie Urlaub. Und ja, oberhalb vom Keller ist zu flöten, also das ist ja ekelhaft, 30 Grad und das wird noch wärmer. Aber gut, müssen wir durch. Wie gesagt, ich mache mich jetzt an Wichtelkneterei noch so, wie meine Zeit zulässt. Und ansonsten könnt ihr einfach mal bei Facebook gucken in die Verkaufsordner. Da sind, wie gesagt, noch ein paar Harzanhänger übrig und ich glaube, 3 Feen habe ich noch. Und an die Wichtel mache ich mich ran. Da arbeite ich noch an einer kleinen Besonderheit, aber da kann ich leider noch nichts zu sagen, weil ich meine E-Mail nicht zurückkriege, auf die ich so sehnsüchtig warte. Aber ich werde denen dann nochmal auf den Sack gehen. Und dann gibt es dazu vielleicht bald mehr. Ansonsten schwitzt schön weiter. Tschüss.